Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's bei Workers and Resources. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns weiter um das Thema Rundfunk kümmern. Entschuldigt bitte, jetzt ist es mir tatsächlich entglitten. Wir wollen uns um das Thema Rundfunk kümmern. Warum? Wir haben ein Loyalitätsproblem. Ja, das wird nicht besser werden, wenn wir uns nicht um das Thema Rundfunk kümmern. Und wir haben eigentlich eine wunderschöne Ecke in unserer Stadt, womit wir Nerdopol als ganzes erste Mal abschließen können mit seinen Stadtteilen. Das ist Nerdopol. Das ist genau der Punkt. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ost, West, oben, unten. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken und checken. Auf jeden Fall ist das mein Ziel. Ich möchte Punkt 1 heute ein VZ bauen, womit wir die Asphalt Straßen, den Asphaltstraßenbau verbessern und beschleunigen. Punkt 2, ich möchte hoffentlich die Forschung zu dem Thema fertigstellen. Ja, und das lassen wir Ihnen erstmal fahren. Jetzt haben wir fast 400.000 und das ist auch im Prinzip die Antwort auf die Frage, wofür wir unser Geld in Zukunft brauchen. Das machen wir erstmal. Dann machen wir erstmal Schritt 1, Radioübertragung. Wollen wir erforschen und das Ganze bitte mit möglichst vielen Leuten. Hier läuft das hochwertige Forschen und dann sollten wir in der Lage sein, eben dieses Radio, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo es war, hier, da, zu bauen. Ja, und das passt sich eigentlich thematisch ganz gut. Das können wir nämlich hier hinten hinsetzen. Ja, wir haben hier noch eine ganze Menge Platz übrig für Häuser. Wir können es auch im schlimmsten Fall hier in die Ecke setzen oder so. Das müssen wir dann mal sehen. Auch die Infrastruktur macht jetzt noch keinen Sinn. Wir müssen erstmal dann grob sehen, wie groß es ist und dann gucken wir, dass wir das in eine entsprechende Ecke platzieren. Ja, sodass die Stadt für mich persönlich, Nerdopol, hier in diese Richtung endet. Ja, und jetzt habt ihr auch gefragt, was ist jetzt hier überhaupt Nerdopol Nord und Nerdopol Süd und was ist hier hin und her? Ja, das müssen wir uns mal auf der Karte angucken. Und ja, das ist jetzt nicht ganz so sicher, wie ich meine. Ich würde sagen, die Karte ist in Nordausrichtung gebaut. Das bedeutet, das hier ist Norden. Ja, das wäre für mich jetzt Norden. Und wenn wir das mal hier uns angucken und davon ausgehen, dass das erste der Nerdopol-Hauptstandort ist Norden, nie ohne Seife waschen. Also würde ich tatsächlich auch sagen, dass das hier nie ohne Seife waschen, guter Tipp, um sich das zu merken, hier Nerdopol Ost ist. Ja, nicht Nerdopol Süd, sondern Nerdopol Ost. Das ist Nerdopol Busbahnhof Ost. Und wir werden auch hier gleich mal einen Bereich erstellen. Das würde mich nämlich durchaus interessieren. So, wo haben wir es? Oh Gott. Das mit den Städten, das habe ich so selten gemacht. Da. So, blub. Und das wird bitte, jetzt gucken wir mal. Ach, sehr schön. Guck mal, genau hier an der Grenze. Ja, mega. Mega, mega, mega. Genau so. Oh, das ist ja richtig toll. Das muss ich jetzt ja mal sagen. Das ist richtig gut gelaufen. Das ist Nerdopol Ost. So, dann haben wir das nämlich auch. Und das hier werden wir auch umbenennen in Nerdopol. Das wäre ja dann, wenn das Nerdopol ist, das Nerdopol Ost, ist das hier Nerdopol Nord. Ah ja, Nerdopol Nordost, irgendwie so. Aber ihr wisst, was gemeint ist. So, dann haben wir das Thema. Ja, dann können die erstmal in Ruhe weitermachen. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was will er hier? Ach, ja, ich sehe schon. Das sind wieder die Signalprobleme hier hinten wahrscheinlich. Wenn wir da zwei setzen, sollte es theoretisch weitergehen. Jetzt geht's weiter. Alles klar. Gut. Ihr habt auch gesagt, wir sollten hier tatsächlich noch die... das sollte man nachträglich bauen. Da gebe ich euch grundsätzlich fast recht. Man kann aber auch einfach hier diese... Da
Gartens hier ausmachen, dann geht's tatsächlich auch. Okay, gut. Also, wir sind am Bauen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das werden wir jetzt erstmal drüber durchgehen lassen. Wir gehen mal ganz kurz... Nee, Arbeitslosigkeit passt, ne? Sind bei 4500. Wir sind jetzt halt groß am Bauen. Das haben wir gesehen. Genau. Loyalität, darum kümmern wir uns. Das ist das Thema mit den Radios. Das wollen wir jetzt groß anfangen. Hier übrigens will ich nichts hinplanen. Das hat auch einen ganz speziellen Grund in diesem Bereich. Kommen weitere Häuser hin. Denn wir brauchen ja auch wahrscheinlich die Bauindustrie. Die müssen wir versorgen, Erdopol Nord. Deswegen will ich da speziell nichts hinbauen. Wenn es passt, kann man das auch hier reinsetzen. Aber ich hätte es tatsächlich gerne zusammen mit dem Rundfunkhaus hier hinten in der Ecke, um einfach in Zukunft auch sagen zu können, dass wir hier noch so einen richtig schönen Vorplatz bauen, zusammen mit dem Bahnhof hier und hier so eine richtige Prachtallee bauen und Erdopol wirklich zu unserer Hauptstadt ausbauen und wir diese Ecke dann so ein bisschen als Regierungsviertel nutzen, vielleicht mit einem Palast oder sowas, ja, und einfach so ein bisschen Prunk in das Ganze reinbringen. Deswegen will ich eigentlich die Ecke hier dafür nutzen. So, das war das. Jetzt machen wir erstmal fix hier weiter. Alles klar, alles löschen. Interessiert uns nicht. Passt. So, jetzt werden wir ein weiteres Baubüro bauen. Das können wir im Prinzip auch hier hinten hinsetzen, wenn das passt. Das wäre vielleicht sogar eine ganz coole Idee. Und sag mir nicht, das passt nicht. Das passt. Jawohl, einmal dahin. Und das machen wir. Guck mal, wir machen das. Wenn wir ganz fies sind. Einfach damit ran. So. Blub. Und ich habe jetzt schon die Asphaltstraße. Das wollte ich tatsächlich. Ja, doch, das machen wir. Ja, doch, das machen wir. Wir werden die Straße bis hier abreißen. Und dann die Straße danach dort ranbauen und das lassen wir jetzt schon mal bauen. So, wozu ist jetzt dieses Ding genau da? Ja, ich möchte das gerne ein bisschen strukturieren und der wird natürlich, die beiden in Kombination werden weiterhin für Straßen und Fußwege verantwortlich sein. Aber ich möchte gerne ihn hier nach wie vor auf den Kiesbau spezialisieren. So, wir gucken uns das einfach mal an, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Also, wir brauchen für so eine Straße Arbeitstage, Kies und dort war es eigentlich, ne? Das heißt, wir können das mit den Leuten festtrampeln lassen. Wir können das aber auch mit so einem Bagger heißen, sind das, glaube ich, ne? Wir können auch das Ding baggern lassen. Haben wir hier irgendwo eine Straße? Ach, gucke. Zack, da können wir zufälligerweise gleich eine bauen. Dann seht ihr das gleich. Da kommt halt so ein Bagger und kann die dann auch festmachen. Ja, also das ist bei Kiesstraßen tatsächlich gar nicht so kompliziert und das geht auch relativ fix. So, bei den Straßen hier ist das natürlich eher ein Problem und gerade auch bei denen hier oben. Und das ist der Grund, warum ich dieses VZ bauen will. Das VZ wird jetzt spezialisiert Kiesstraßen und Kiesfußwege, Punkt, mehr nicht. Damit wir halt in der Lage sind, relativ schnell diese Straßen zu bauen und die Entwicklung unserer Stadt schnellstmöglich voranzutreiben. So, wir können leider die Kiesfußwege hier an sich nicht auswählen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber im schlimmsten Fall machen wir das halt manuell. Ja? Wir können uns die Sachen dann hier reinsetzen. Das war das Falsche. Und dann hier einfach dann entsprechend zuweisen. Das kriegen wir schon hin. Ja? Also, das wird rein für Kies. So, was brauchen wir jetzt aber noch für das Ding? So, für das Teil ist es ein bisschen schwieriger. Das auch. Also, so schwierig eigentlich nicht. Ihr seht, da ist Asphalt und Kies für gebraucht. So, jetzt brauchen wir allerdings nicht nur rein den Kies. Jetzt brauchen wir natürlich den Asphalt. Das ist in dem Fall kein Problem. Das kann er mitliefern. Allerdings brauchen wir auch einen, der das dann ausrollt und den Asphalt. Ja, das ist diese Asphaltmaschine. Und dann noch einen, der da drüber fährt. Und den Teer danach festfährt. So, und das ist eben der große Punkt, dass wir das auch festmachen müssen. Der Kies ist leer. What? Habe ich hier vergessen, das Lager zu ändern? Merde. Was habe ich bei den anderen? Habe ich das gemacht, ne? Ja. Ah, verdammt, das habe ich vergessen. Egal. So. Da blinkerte gerade irgendwas? Nee.
mal Fake News. Okay, so, und das ist jetzt eben genau der Punkt. Deswegen wollen wir den hier haben, damit das hier eben jetzt einfach ein bisschen schneller vorangeht. Ja, das ist mir einfach ganz wichtig. Und in dieses Teil kommen dann ganz speziell rein. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Wir müssen ja nicht nur so eine Sachen bauen. Da kommen auch... Ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir brauchen auch einen Laster für Stahl. Wir brauchen auch einen Laster für elektronische Bauteile. Und all so ein Kram. Das ist ja hier bei diesen Brücken genau das Gleiche. Ja, das ist ja momentan alles im Bau. Da haben die gut mit zu tun. Und das ist eben das ganze Thema, wo diese Bauunion ran muss. Und das teilen wir alles auf. Hier rein Kies. Nichts mehr. Nichts anderes. Kein Stahl, keine elektronischen Bauteile. Asphalt kann die Kipper natürlich auch transportieren, ist klar. Und die Bagger, diese Dinger, die kommen auch darüber. Aber mehr will ich hier nicht haben. Rein Kies. So, hier an dieser Seite kommen dann Asphaltfertiger mit ran. Von diesen 16 Fahrzeugen, da werden ein paar mehr Asphaltfertiger rankommen. Da werden auch noch ein oder zwei Kipper rankommen. Das heißt, hier können wir sogar noch dann ein, zwei Kipper kaufen. Der Betonmischer wird hier rüberkommen. Der wird sich dann wirklich auf den ganzen Rest spezialisieren. Aber das werden wir dann auch entsprechend schon mal umbenennen. Das ist Nerdopol Kies Straßenbau. Ja. Und das andere wird das VEB Nerdopol Straßenbau. So, und das macht den ganzen Rest, weil ich einfach auch für unser Let's Play... Was? Das jetzt... Moment, lass mich den Satz nochmal zu Ende führen, weil ich für unser Let's Play auch die Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir jetzt gerade an den Tag legen, beibehalten möchte. Ich möchte halt nicht skippen. So, Punkt. Nächstes Thema. Was? Ach Gott, weil da ein so ein Fritze drin wohnt, ey. Ja, ist... Wow. Gut gefüllt hier, die Bude. Guck mal, wir holen hier mal so ein paar mehr Leute rein. Verlege... Nee, wir holen mal so ein paar... Aber wir haben mal 30, wir haben es ja. So, dann hattet ihr gefragt, ob denn alle ans Hallenbad rankommen. Ja, kommen alle ran. Ja, es kommen alle ran. Jetzt gucken wir, wartet mal. Zack. Die beiden kommen ran, ja. Ja, kommen alle ran. Mhm, funktioniert. Hier vorne... Ja, geht auch. Ja, da kommen auch alle ran. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Und dann können die hier in Ruhe weiterbauen. Und vor allen Dingen, wir brauchen natürlich immer ein paar Arbeitskräfte. Schüler und Studenten fahren mit dem Bus hier, ne? Du heilige Mutter Gottes. So, dann machen wir mal einen zweiten drauf. Ich möchte jetzt allerdings, das ist der, nochmal zur Erklärung, das ist der interne Bus. Da brauchen wir jetzt nicht mehr als zwei. Das muss dann einfach reichen. Okay, gut. Jetzt haben wir lang geredet. Ja, das war mir aber wichtig, das nochmal zu erklären, dass ihr das auch wisst. Jetzt ist die Straße hier fertig. Dann machen wir gleich mal einen Asphaltweg. Blub. Einmal direkt bauen, bitte. Und das Ding kriegt auch die höchste Priorität. Blub. 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 Fertig. So, das ist mir wichtig, dass wir das jetzt fertig kriegen, damit wir den Straßenbau hier eben beschleunigen, weil das dauert ansonsten natürlich schon eine ganze Weile. So, die werden bitte auch hoch priorisiert. Gut, nee, das können wir uns eigentlich ersparen. Viel mehr, das ist ja Quatsch, denn viel mehr können sie eh nicht bauen. Ohne die Teile. Alles klar, gut. So, die Brücken hier sind auch fast fertig. Das sieht sehr gut aus. Und um die Brücke hier hinten müssen wir uns bei Zeiten auch nochmal kümmern. Da habt ihr natürlich völlig recht. Aber tatsächlich, hier fahren eh noch nicht so viele Züge. Von daher ist das einfach noch nicht not... Oh, der ist gut. Das ist ein schöner LKW, noch nicht notwendig. So, gut. Dann haben wir das Thema erledigt und den im Bau. Und jetzt können wir mal schauen, wie es unterirdisch aussieht. Blub. Und von der Forschung her, das ist die Versorgung von
Hier hinten, das ist was an. Ei, die Wasserversorgung ist fertig. Wie viel Bar haben wir denn da? Wir haben 5 Bar Druck. Oh, sehr, sehr, sehr nice. Jetzt ist das auch fast fertig. Jetzt sind wirklich nur noch diese kleinen Dingsies hier. Diese, wie heißen sie? Die Wasser-Abwasser-Verteilungs-Gedingse sind noch im Bau. Ja, die Dinger. Was fehlt? Beton und Stahl. Gut, wir gehen die gleich mal durch. Ob die das auch abholen? Kann aber sein, dass wir einfach zu wenig Beton und Stahl... Ja, das scheint einfach das... Ja, das Problem ist, das finde ich ein bisschen schade, dass es immer so Einzelaufträge gibt, ne? Pass auf, so ein LKW hat ja nur 10 Tonnen. Warum nimmt er sich nicht 10 Tonnen mit? Liefert hier 0,06 hin, liefert da 0,25 hin, liefert da... okay, da ist es nur gerade nicht. Liefert denn hier nochmal 0,06 hin? Das sind jetzt alles extra Fahrten, ne? Bup, 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 bup. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber hey, alles gut. Es ist, wie es ist. So. Da kommt der Stahl. Ne, das waren Bretter und Ziegel. Aber es wächst und gedeiht. Wie gesagt, wir machen das erstmal fertig. Diese ganze Versorgung hier intern. Und... Hey, die ganzen Rohre sind echt alle fertig. Ich bin ja... Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja mega cool, ey. Okay. Hier hinten haben wir tatsächlich... Moment, jetzt habe ich mir überlegt. Haben wir... Hier hinten Wasser, ja. Abwasser eventuell von ihm. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Doch, Abwasser müsste eigentlich gehen. Ja, passt. Okay, doch, gut. Das müsste funktionieren. So, da müssen wir übrigens auch, wo wir gerade bei dem Thema sind, die hier auch noch im Bau geben. Aber das machen wir tatsächlich mit den Brücken. Wenn wir mit den Brücken hier fertig sind. Okay, Nerdopol Nord wächst und gedeiht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir bei 400.000. Und jetzt können wir mal gucken, ob hier viele Leute... Ach du meine Güte. Also an Arbeitskräften sollte es hier nun wahrlich nicht mangeln für unsere Bauphasen. Okay, gut. Dann... was? Ja, was? Hä? So hört sie auch nicht. Das ist ja auch Sinn der Sache gewesen, dass er da wartet. Was war denn das jetzt für eine Meldung? Das war ja, das ist, okay, das macht jetzt, das könnten wir da hinten hinsetzen, aber das macht ja, diese Meldung macht ja nur gar keinen Sinn. Das ist ja Sinn der Sache gewesen, dass er da wartet. So, egal. Jetzt haben wir, oh, ui, der erste Personenzug. Oh, Leute, ist das cool. Jetzt gucken wir mal die ganzen Gleise kurz ab. Das hatten wir alles im Bau genommen, ne? Er ist fertig. Ja, das ist stopplicherweise alles im Bau hier hinten. Ja. Ja, dann können sie das schon mal weiterbauen. Das ist cool. Vor allem, wenn wir dann hier hinten auch fertig sind und die dann hier weiterfahren und sogar diese Brücken hier alle fertig machen. Wow, mega. Wir könnten uns jetzt theoretisch sogar ein weiteres Fahrzeug holen und dort mehr Fahrzeuge hinbringen lassen. Aber alles Eile mit Weile. Wie gesagt, wir haben ja genug zu tun. Jetzt nehmen wir uns erstmal ihn hier und werden diese interne Route, das müsste genau er hier sein, ne? Die ist, wenn ich das richtig sehe, nämlich völlig überlastet mit diesem einem Fahrzeug. Ja, der ist komplett voll. Da warten schon wieder so viele Leute, die hier rüber wollen. Ja, wir machen erstmal das Fahrzeug hier mit drauf. Nee, Moment, das ist die Kleidungsindustrie. Ah, richtig. Nee, wir hatten hier noch ein anderes Fahrzeug. Moment. Das ist Kleidung, das ist Nerdopol. Der war's. So, auf den müssen wir uns mal konzentrieren. Ach Gott, das sind ja nur 8 Schüler. So,
So, jetzt gucken wir mal, wenn er da nochmal hinfährt. Ansonsten könnten wir den auch woanders drauf kennen. Ein neuer Waggon. So, wir gucken mal, wann er angekommen ist. Eine Highspeed-Fahrt in Nerdopol. Das sieht doch alles so karg aus hier bei uns, ne? So. Und er nimmt tatsächlich... Ja, okay, alles klar. Er nimmt... Ja, ist fast voll. Doch, dann machen wir das. Den machen wir das. Bitte einmal auf diese Route. Den da draufsetzen. Da brauchen wir keine Linienabstände. Nö, das brauchen wir nicht. Ab dafür. Gut. Das haben wir. So, jetzt habe ich hier eine Meldung. Regierungsloyalität. Moment, es brennt. Wo? Haben wir gelöscht. Gott sei Dank. So, neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Feuer gelöscht. Okay. Gut. Gucken wir nochmal. Ja, ja, das ist das Thema Regierungsloyalität, ne? Da arbeiten wir dran. Okay. So, wie sieht es mit der Forschung aus? Ja, 50%. Gut, dann können wir tatsächlich demnächst anfangen, hier hinten den Teil zu bauen. Sehr, sehr gut. So, was haben wir? Wir gucken mal ganz kurz rein, was die hier alles im Bau haben. Und das ist eine ganze Menge. Und wir haben bei dem nämlich noch einen Slot frei. Beton. Beton. Ich gucke gerade, was hier fehlt. Da fehlen nur Arbeitskräfte. Damit wir dieses eine Fahrzeug... Okay, jetzt ist das hier schon alles fertig. Da fehlt auch Beton und Beton. Okay, pass auf. Dann werden wir in diesen Slot hier, in den letzten, werden wir einen großen Betonmischer investieren. Nein, keinen großen. Also auch groß, aber schnell muss er sein. Wobei das bei unseren Straßenmontern egal ist. Der ist schnell und groß. Dann nehmen wir den. Top. Gut. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Dann gucken wir mal, dass das hoffentlich ein bisschen schneller geht. Stahl haben wir hier genügend. Ja. Gott, die haben auch viele Betonmischer hier drin, ne? Okay. Hätten wir hier alternativ noch ein größeres Fahrzeug für Stahl? What? Wie viel kostet der? 25, aber der hat 27 Tonnen Stahl. Du heilige Mutter Gottes. Okay. Pass auf, wir werden den mal der Verwertung zuführen. Hopp. Und dann kaufen wir uns dort mal dieses Mega-Monster-Meisterwerk. Dieses monumentale Monstermeisterwerk. Einmal den hier. 27 Tonnen Stahl. Boah. Das ist natürlich eher interessant für so große Bauten, ne? Wenn wir diese medizinische Universität mal irgendwann in Betrieb nehmen. Das sind nur 8 oder 9 Fahrten, dann hat er das, ne? Ah, ein schickes Ding. So, das nehmen wir. Hi, das ist ja auch schon fertig hier. Mega. Dann können wir das demnächst auch in Betrieb nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Dann wird es da nämlich auch ein bisschen stabiler laufen. So, jetzt würde ich nämlich auch mal sagen, wir werden übrigens auch die Lager hier... Doch dieses Verteilungsbüro füllt doch aktuell nur dich, dich und die Verschrottungsanlage... Moment, was? B-Laden mit Besuch... Moment, stopp, was? Was macht der? Beladen Stahl. Beladen in der Verschrottungsanlage Stahl und... Ah, da hinbringen. Ja, okay. Nee, passt. Das brauchen wir nicht mehr. Das machen wir dann, anders. Wir bringen erstmal alle LKWs hier hin. So.
Und dann sollte er tatsächlich keinen mehr haben. Da wird jetzt aber abgeholt. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob da noch was abgeholt wird. Wir schicken mal den hier. Dahin, dass dieses Lager jetzt erstmal leer gemacht wird. Und dann sollte das passen. Und dann können wir die ganzen Lager hier nämlich abreißen. Dann können wir ihn hier abreißen. Und dann können wir diese alten Sachen hier jetzt endlich stückchenweise zurückbauen. Und dann hier vernünftige Sachen nutzen. Und das, was ich mit diesem Geld übrigens machen möchte, deswegen bauen wir jetzt hier vorne dieses zusätzliche Straßenbauamt. Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die da Strom haben. Ja, passt, alles vorhanden. Damit will ich nämlich Asphaltstraßen bauen mit dem ganzen Geld, was wir jetzt haben, und wirklich anfangen, Asphaltstraßen zu produzieren, zumal wir hoffentlich auch die Bitumen hier demnächst haben werden. Und das dann hoffentlich kein Problem ist für uns. Und wir das dann irgendwann selbst bauen. Und dann sind wir auf diesen ganzen Kram eben schon vorbereitet. So ist mein Ziel. So, wie sieht es jetzt hier unten aus? Es sind noch vereinzelt die Sachen offen. Das Abwassernetz ist bis auf ihn hier. Da haben wir offensichtlich was. Ah, ja, alles klar. Da ist kein Weg dran. So, dann gucken wir nochmal, dass wir es nochmal... Jetzt ist das Bauboot zugewiesen. Okay, der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig. Er hier ist fertig. Das sollte funktionuckeln. Ja, hoffen wir mal. So, jetzt hat er hier Wasser... Hier geht's schon. Das heißt, da sollte auch schon Druck ankommen. 3 Bar. Top. Jawoll. Das heißt, das Kieswerk hat jetzt Wasserdruck? Na, noch nicht. Weil? Ja, weil? Ja, warum eigentlich? Ja, warum hast du kein Wasser? Arbeitet ohne Probleme. Hat aber kein Wasser. Doch, Wasser hat er. Moment, Moment, stopp, 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 stopp. Hat er jetzt Wasser oder kein Wasser? Das ist das Einzige, bei dem es nicht geht. Doch, er hat Wasser von da. Und er hat auch Abwasser. Ja, dann doch, dann passt es. Okay, dann passt es. Wir müssen nur die Sachen hier fertig bauen. Wasserfüllung 52%. Da ist nichts drin. Das sollte eigentlich gehen, ne? Ja, hoffen wir mal, dass das auch tatsächlich funktioniert. Nein! Heidewitzka, das ist ja fertig! Mega, sehr cool. So, und den haben wir auch alles. Wunderbar. Dann können wir tatsächlich anfangen, hier diese Wege zu bauen. Der ist wichtig. Dann müssen wir... Den hier bauen. Den hier. Den hier. Genau. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir für dieses Gebäude brauchen. Denn wir müssen erstmal die Infrastruktur dafür bauen. Das bedeutet nämlich einmal Flüssiggut entladen. Das Rohr. Nein. In den Tank. Und das Rohr ins System. Okay, gut. Wir werden nämlich wirklich erstmal alles hier hinten bauen jetzt. Und wir können das eigentlich... Wisst ihr was? Wir nehmen das jetzt einfach alles im Betrieb hier hinten. Das kann er jetzt alles konsequent bauen. So. Das Ganze hier kann er bauen, außer die Leitungen, die dahin gehen,
die braucht er noch nicht. Wir haben die Gleise noch nicht fertig, das Geld können wir uns sparen. Sehr schön, dann machen wir das jetzt fertig und dann wird von dort aus hoffentlich das hier dann versorgt werden. Und wenn wir diesen ganzen Kram haben, dann bauen wir zum Schluss die Ölraffinerie und werden damit dann das Öl raffinerieren. Ich mich schon drauf. Und dann wird es übrigens auch finanziell, wir müssen darauf auch vorbereitet sein mit einem Puffer, dann wird es finanziell auch ein bisschen schwieriger werden. Warum wird es finanziell schwieriger werden? Weil wir erstmal das ganze Öl hier hinten reinpumpen müssen. Deswegen will ich eben diese Straße fertig haben und erstmal das Öl von dort vorne wirklich nur ausschließlich für die Ölraffinerie benutzen und den Rest weiterhin verkaufen und gucken, ob wir da den internen Bedarf dann damit decken können. Und dann vielleicht anfangen zu verkaufen, sodass wir langsam stückchenweise umbauen. Ja, wir sind hier im Realismus-Mode und wir dürfen uns da keine Fehler erlauben. Wir können nicht alles auf einmal umschwenken und sagen, oh, ah, shit, läuft nicht. Oh, kein Geld mehr, vorbei. Das wäre halt sehr ärgerlich. Oh, guck mal, die Straßenlampen. Ist das hübsch, ey. Ich freue mich tatsächlich, wenn wir hier mehr Straßenlampen haben. So, okay, dann weitere Sachen. Ihr hattet unter anderem gesagt, dass bei dem Geheimdienst noch die 50% Regierungsloyalität hängen. Ja, das müssen wir noch runternehmen. Zolipai ist bei 10%. Ich denke, das ist okay. Kommen die überall ran? Ja, bis da vorne. Das ist für uns als Stadt erstmal okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sind bei 90%. Perfekter Moment, um für die nächste Folge bereit zu sein und dann kümmern wir uns um die Technische Universität und dann werden wir hoffentlich die Radioübertragung bauen. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.